Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier in Life is Feudal Forest Village. In der letzten Folge haben wir hier unseren Bienenstaat, oder mehrere Bienenstaate gegründet und haben auch schon unseren ersten Honig hier produziert. Und da kommt, glaube ich, auch der Imker. Bist du der Imker? Du siehst bald so aus, ne? So, das Spiel ist noch im Pause-Modus. Und ich drücke einfach mal jetzt hier auf ja, Play und lasse es weiterlaufen. So, also hier haben wir alles einfach platt gemacht, dass wir unsere Stadt erweitern können. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir die noch etwas nach hier hin erweitern, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich ziehe hier einfach mal eine Straße lang. Das ist das erste, meine erste Amtshandlung für den heutigen Tag. Eine Straße bauen. Straßen kommen immer gut bei den Bürgern an. Da freuen sie sich. Kannst du schneller fahren. So. Und da läuft noch ein Eber. Aber der soll wohl unserem Jäger zum Opfer fallen. Ne, erst kommt der Fuchs dran. Auch gut. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen können. Wir müssen ja jetzt mal ein bisschen hier. Nein, das wollte ich nicht. Lagerung. Auch nicht. So, unsere Minen mal gucken. Steinbruch. Hier im Wasser ist es am besten. Das ist gut. Gucken wir mal. Guck mal, da sind fast 4000 Steine. Muss die Mine schon bald. Was, wie sieht's hier aus? Da sind nur 3000. Also wenn wir sie hier oben hin pflanzen, sollten wir hier schon eine Mine hinsetzen. Ich meine, Stein sieht ganz schön schlecht aus bei uns. Wir gucken noch mal weiter. Steinbruch, Bergwerk. Das muss schon hier oben hin. Da sind 4000. Sonst sieht auch alles hier sehr rot aus, ne? Hier im Wasser natürlich wieder, ne? Aber hier 4200. Das sieht auch schon ganz gut aus. Was haben wir noch? Bergwerk, Bergwerk. Das ist eine Lehmmine. Ja, ne? Lehm. Hier. Oh, 5. 5500. Da muss man hier schon was hinsetzen. Da geht's nicht. Was hätten wir noch? Dann könnten wir eine Schmiede, eine Schneiderei haben wir schon. Einen Rennofen. Gusseisen schmelzen. Ne, brauchen wir nicht. Brennofen stellt Kohle her, okay. Und die Schreinerei haben wir schon. Was brauchen wir denn dann noch hier? Alkoholproduktion. Ja, verbessert das Glück. Okay, außer man hat zu viel getrunken. Ne, Schule. Kindererziehung, um die Produktivität zu erhöhen. Ja. Und ein Hafen. Wo müsste man den denn hinbauen? Hier geht alle nicht, ne? Schade, schade, schade. Kacke. Hier geht's ja wahrscheinlich, ne? Aha, so. Er braucht gar nicht so viel. Hier wird der Hafen hingehen. Haben wir natürlich bei weitem nicht so viel Material, wie wir haben sollten. Ich würde sagen, wir machen als nächstes erstmal den Steinbruch. Die Leute sollen Steine kloppen. Jetzt ist nur, müssen mal gucken. Da ist noch ein bisschen grün. Und da ist ein bisschen grün. Wenn ich die natürlich jetzt hier hin. Ja. 4700, 4800. Braucht natürlich Unmengen Holz, aber egal. Sollen wir schon ran schaffen? Gucken wir mal. Hier einfach. Mach das mal weg.
Und hier klappt die Bäume, Steine, alles weg. So, unsere Landwirtschaft, die läuft ja wieder. Äpfel werden produziert, hier wird Gemüse noch wieder produziert, das ist gut. Flachs ist auch schon. Ach, das wächst ja wie Sand am Meer. Oh, wie Heu. Da haben wir Honig, haben wir auch schon vier. Da kann man sich nicht beschweren und da kommt der Wolf. Aber dem Wolf sollte ja eigentlich unser Honig egal sein, oder? Du gehst doch jetzt da nicht rein, oder? Mein Freund? Nein. Ah, hat es eh keine Chance. Die Jägerin hat sich schon erwischt. So, und die Beleuchtung sieht auch schon wieder richtig schick aus, finde ich. So, und jetzt könnte man gucken. Ein Jugendlicher sterben, ne, wenn man es abreißt. Dass wir hier nochmal die Hütten loswerden. Wie sieht's hier aus? Beekeeper. Na so. Dö. So. Ja, holt man die Sachen da raus und reißt die Hütte ab. Reißt die Hütte ab. Dö. Oh, das mit dem Bewachsenen ist auch neu, oder? Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Da haben sie noch ein paar Updates gemacht, glaube ich. Ich glaube, es kam auch ein paar. So, die Hütte. Ah, dann haben wir einen Wohnungssuchenden, ne? Das wollte ich natürlich nicht. Kleines Haus, großes Haus. Das ist natürlich schon mal eine Villa hier, ne? Ich würde sie ja wohl gerne so nah wie möglich hier dran setzen. Dazu müssten wir aber wieder ein bisschen Grundfläche. Ein bisschen anheben. Grundfläche anheben. So, oh nein, 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 nein. So. Dann Priorität. Da, ne? Das zuerst, Leute. Macht das zuerst. Und jetzt muss man überlegen, was können wir denn da noch hinpflanzen? Und vor allem, ja, sie bauen zumindest schon mal die Hütte ab. Ob es gut oder schlecht ist, das, ja, erfahren wir dann. So, hier haben sie. Haben wir noch die Rampe drin? Ach, Mann. Ja, wir wollten ja bis zum nächsten Winter warten, dann machen wir hier die Felder auch weg. Reißen wir die ganzen Felder ab und dann. Hoffe ich. Boah, wir reißen erst die zwei da hinten ab. Und machen dann den Boden eben. Und dann im nächsten Winter vielleicht die hier vorne. Mal gucken. Dass wir da nicht mehr so eine Rampe drin haben müssen. Andererseits, die macht es auch wieder ein bisschen interessant, ne? So eine schicke Rampe. Was schon ein krasser Höhenunterschied. So, wie sieht's hier aus? Habt ihr eure Arbeit getan? So, großes Haus. Haus. Ja, aber das wäre auf dem Weg, ne? Vielleicht müssen wir noch mal hier ein bisschen was anheben. So, gucken wir mal. Das soll doch wohl jetzt was werden hier. Die Arbeit hier zuerst machen, Leute. Ich will hier noch mein Häuschen haben.
So, Holz haben wir mehr als genug, das ist gut. Das müsste jetzt noch demontieren. Und es regnet wieder. War klar, ne? Warum soll das Wetter im Spiel besser sein als draußen? Mit Weiße Weihnacht ist dann dieses Jahr ja wohl nicht. Übrigens, da die Folge, lasst mich rechnen, sehr wahrscheinlich Heiligabend, Heilignachmittag rauskommt, also an Weihnachten, wünsche ich euch schon mal ein frohes Fest und ja, eine besinnliche Zeit. Genießt sie mit eurer Familie. Und wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich im neuen Jahr wieder, hoffe ich. Ihr könnt natürlich in den Feiertagen auch gerne bei mir gucken, aber ich werde mir da so ein bisschen eine kleine Pause gönnen. Soll nicht heißen, dass keine Videos kommen, aber ich werde nicht so wirklich bei YouTube reingucken, denke ich. Also wenn ich dann zwischen den Feiertagen mal nicht auf Kommentare oder sonstiges antworte, macht euch da keine Gedanken drüber. Ich bin einfach ein bisschen die Zeit mit der Familie genießen und mit Freunden. Die kommen ja auch jetzt alle wieder zurück nach Hause, um es ein bisschen mit, ja, dasselbe zu machen. Zum Glück muss ich ja, um meine Familie zu sehen, nicht so weit fahren. Das hält sich dann noch in Gänzen. Aha, hier sind auch Steinchen. Die kann man aber sehr wahrscheinlich nicht abbauen. So. Die Mine. Ja, die schlingt natürlich jetzt das ganze, verschlingt natürlich jetzt das ganze Holz, ne? Wie sieht's jetzt hier aus? Ist schon weg? Ist schon weg. Wer war denn dann hier? So, jetzt setzen wir mal das große Haus hier hin. Na, den letzten. Das ist schon ein kleiner Klopf. Nein, so. So könnte es mir gefallen, ne? Weißt du was, wir machen es einfach. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt möchte ich es doch wohl vor der Mine trotzdem fertig haben, auch wenn wir kein Holz, keine Steine mehr haben. Wir brauchen hier wieder den Platz für unsere Einwohner. Und was macht der Bär denn hier auf dem Feld? Fräulein Jägerin, wo sind Sie? Könnten Sie mal bitte den Bären töten? Das wäre schon richtig schick. Wie sieht's hier aus? Komm, einsammeln. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar andere Ressourcen. Alter, Herr Jäger. Herr Jäger. Komm, hier war es aufs Bild klicken, ne? So. Oh, was ist das denn? Das sind ja ein paar Emojis oder Fähigkeiten hinzugekommen, ne? Warte mal. Dann gucken wir mal. 5. Ja, ne? Ach, da musst du jetzt erst aufladen. Hallo, junge Dame. Ich muss den Bären töten. Ach, zwei sogar. Ach, du. Das müssen wir uns gleich mal anders angucken. Jetzt sieht man da unten auch den, das, rechts so ein Beutel. War das auch schon vorher da? So. Gucken wir mal. Ja, da sieht man. Okay, das Fell. Aber nichtsdestotrotz. Hier, wir nehmen uns nochmal diesen Bären hier vor. Ach, nick das ab. Tier töten. So. Und den anderen Bären da vorne auch noch. Das geht ja nicht, dass die hier herumstreunern. Nein, das Inventar wollen wir nicht öffnen. Tier töten. So, und jetzt machen wir hier. Sehr geil. So, warte, du musst nochmal herhalten. Und, ach, jetzt musst du jetzt erst Energie aufladen, ne? Wo ist denn das Bärenfell hin? Egal. So, warte, warte, warte.
Ach, dann machst du gar nichts. Okay, kam nur schicke Musik. Halbwegs, halb so schlimm. Ja, jetzt wird hier schon Holz hingebracht. Stein haben wir natürlich keinen, ne? Und was mich mal interessiert ist, das testen wir jetzt einfach mal aus. Wird die Schu Die Schüler müssen raus auf die Insel. Kein Haus, kein Essen. Die wird sterben. Krank ist er auch noch. Verdammt. Zum Ego-Perspektive. Stimmung. Nein. Was habe ich getan? Komm, kart hier die Sachen ran. Bevor unsere junge Dame. Holst du dir was zu essen? Nein, du hast was Brennholz da reingebracht, ne? Oh nein. Ich hätte erst das große Haus bauen sollen und dann die kleine Hütte hier abreißen sollen. Ja, das jetzt tun sollen, Sepp. Scheiße. Was bringst du denn da? Eisen. Zu dem Haus hier, ne? Ja, dann helf ordentlich mit. Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor du stirbst, aber wenn man sich die Ressourcen hier anguckt, würde ich sagen, nein. Wenn man sich die Ressourcen anguckt, nein. Und vier Bauern bräuchte ich. Und drei habe ich eingesetzt. Wo müssen denn zwei arbeiten? Ach, hier auf dem Gemüsefeld können zwei arbeiten. Ja, das ist halbwegs nicht ganz so schlimm. Holzhackerin ist tot. Oh nein. Ich habe den Tod zu ver. Die Holzhackerin ist gestorben. Ah. Ja, das war meine Schuld. Wir sehen uns im Jenseits. Lebvogel. Der Himmel weint auch um dich. Ja. Wie traurig. Und jetzt habe ich noch nicht mal eine Gruft für dich. Aber jemand anders hat deinen Platz übernommen. Wir werden dein Andenken in Ehren halten. Achso, und jetzt muss das Brett das komplett runter, oder was? Nö. Okay. So, der Werkzeugmacher ist auch an seinem Limit gekommen. Vielleicht hilft, ja. Helfen die jetzt alle mit hier, die Baustelle noch fertig zu machen. Aber ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge erleben. Ich danke euch fürs Einschalten und sag, lebt wohl. Tschüss.